Die Wernerer Feuerwehr präsentierte am Freitag ihr brandneues Fahrzeug. Es ist ein Logistikgerätewagen mit der Bezeichnung GWL2. Damit die Einsatzkräfte im Ernstfall gut ausgerüstet sind, müssen Geräte und Ausstattung von Zeit zu Zeit modernisiert werden. Dies war beim Fuhrpark der Feuerwehr erforderlich. Zur Einweihung und Segnung des knapp 300.000 Euro teuren Fahrzeugs kamen die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr und der Jugendfeuerwehr. Nebst der Politikprominenz gaben sich auch Vertreter der Partnerfeuerwehr aus Ungarn die Ehre. Feuerwehrkommandant Rainer Mersch ist froh, den neuen Gerätewagen endlich in Betrieb nehmen zu dürfen. Schließlich hat er lange auf das Einsatzfahrzeug warten müssen. Wir hatten 2,5 Jahre Vorlaufzeit mit Planung, mit Beantragen des Zuschusses. Und bis es jetzt endlich dagestanden hat, allein die Lieferzeit des Fahrzeugs betrug 64 Wochen. Eingesetzt wird es als Logistikfahrzeug, wie der Name schon sagt, zum Transport von Logistikgütern an die Einsatzstelle beziehungsweise die passenden Rollcontainer zum entsprechenden Einsatzstichwort wird beladen und dann wird vorab gefahren, die Rollcontainer abgeladen und dann ist das Fahrzeug wieder einsatzbereit für die nächsten Einsätze. Uns fehlt jetzt noch die Ersatzbeschaffung von unserem Einsatzleitwagen 1. Unser Einsatzleitwagen ist inzwischen schon 18 Jahre alt, erfüllt nicht mehr die neue Norm. Für die Einsatzleitwagen, das ist noch unser letztes i-Tüpfelchen. Armin Elbe, Bürgermeister in Wernau, lobte die perfekte Zusammenarbeit zwischen Behörden und Feuerwehr bei der Beschaffung des neuen Fahrzeugs. Die Schlüsselübergabe erfolgte symbolisch in Form eines Brotes. Die Feuerwehrkameraden aus Ungarn kamen nicht mit leeren Händen. Sie überbrachten zur Einweihung ein Gemälde. Die beiden Pfarrer Ulf Schlimper und Felix Thomé segneten das neue Fahrzeug. Im Anschluss gab es die erste Blaulichtfahrt auf den Hof. Dort konnten die Gäste die neue Errungenschaft der Wernauer Feuerwehr genauer in Augenschein nehmen. Besonders beeindruckt waren die Besucher von der beweglichen Rampe und der modularen Containerlösung, die den neuen Gerätewagen sehr flexibel für mehrere Einsätze machen soll.